Ich heiße Berit Kumka, bin 22 Jahre alt, komme aus Trossingen und spiele Horn. My name is Kristina Kazankina, I'm from Russia. I study in St. Petersburg Music College named Bay Musarsky and my instrument is cello. Ich bin Philipp Oyn, bin 25 Jahre alt, komme aus Braunschweig und studiere inzwischen in München an der Musikhochschule Trompete. Ich kriege Bläser aus aller Herren Länder. Also, um ein wirkliches Bläserensemble zu bilden, haben wir angefangen mit zwei Bläserstücken. Ich habe eine ganze Woche lang nur mit den Bläsern gearbeitet, und zwar Mozart Serenade Köchelverzeichnis 375 in S-Dur und die Dvorak Serenade, wo ein Cello und ein Kontrabass zu den Bläsern kommt. Und in dieser Zeit konnte ich mir wirklich ein sehr schönes Bläserensemble zusammenformen. Unterdessen waren die St. Petersburger jungen Solisten gekommen. Die haben ihr eigenes Programm mit ihrem Dirigenten absolviert. Und wie der abgereist war, habe ich dann angefangen, mit denen zu arbeiten. Also, dass man wirklich aus allen Ländern die ganzen anderen Instrumentalisten kennenlernt, mit denen redet, hört, wie es ganz anders ist vielleicht mit Musikstudium in anderen Ländern, dass man sich so zusammenrauft. Wir spielen jetzt schon länger Ensemble und es macht einfach total viel Spaß. Es ist natürlich immer interessant, über die Musik so viele verschiedene Nationen kennenzulernen, unterschiedliche Mentalitäten und auch unterschiedliche Arten und Weisen, mit der Musik umzugehen. Also auch in den unterschiedlichen Ländern ist es unterschiedlich, wie bestimmte Komponisten zum Beispiel gespielt werden. Oh, I learn a lot because he's really interested in the sound, and for him it's very important how we sound like a whole team. And he is very interested in special for a composer what he wrote about the music, the history of it, and how it sounds like. And we work a lot with him. He's very nice and perfect professor for us. Die haben sich unter die Instrumente gesetzt, zwischen den Instrumenten. Einer hat sogar dirigiert. Und sie haben dann ein direktes Verständnis für was das ist, Musik zu machen. Also für mich ist es immer eine sehr große Freude, zu erleben, wie spontan Kinder auf den Sinneseindruck Ohr reagieren. Ich bin immer wieder erstaunt, wie positiv die Kinder darauf reagieren, wenn sie gefordert werden. Wir sprechen auch oft von Zumuten. Wir muten ihnen zu, konsequent zu arbeiten. Wir muten ihnen Disziplin zu. Aber wir merken, dass sie mit dieser Zumutung ganz hervorragend umgehen und vor allen Dingen
ihre Ergebnisse, ihre künstlerischen Ergebnisse, die sie an sich selbst erfahren, die sie präsentieren können, als großes Glück empfinden.